Nachdem Klagemauer bereits mehrfach über pädophile Hintergründe bei den Grünen berichtete, können nach gut 30 Jahren auch die Massenmedien dazu nicht mehr schweigen. Laut Spiegel hätten sich die Grünen in den 80er Jahren stärker für die Interessen von Pädophilen eingesetzt als bisher bekannt. So sei die sogenannte Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule Päderasten, was Homosexuelle im antiken Griechenland zwischen Männern und männlichen Jugendlichen sind, und Transsexuelle, die sich offen für eine Legalisierung von Sex mit Kindern aussprach, direkt von der Bundespartei und der Bundestagsfraktion finanziert worden, was nun ein unabhängiger Parteienforscher genauestens untersuchen soll. Bereits am NRW-Landesparteitag von 1985 hatten sich die Delegierten für Straffreiheit von Sexualität mit Kindern ausgesprochen, ohne von den Medien an den Pranger gestellt zu werden, wie man es doch sonst bei jeder extremen Partei macht. Europaabgeordneter und Grünen-Ikone Daniel Cohn-Bendit berichtete öffentlich über seine pädophilen Erlebnisse, behauptete dem Spiegel gegenüber, die Forderung nach Straffreiheit für Pädophile sei seinerseits keineswegs eine Minderheitenposition bei den Grünen gewesen. Auch wenn diese Aufarbeitung sehr spät erfolgt und die Enttabuisierung der Pädophilen schrecklichste Früchte in unserer Gesellschaft getragen hat, freuen wir uns darüber und erwarten knallharte Konsequenzen. So wie einen mindestens genauso großen Medienrummel wie beim NSU-Skandal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute fragen wir uns, soll Pädophilie gesellschaftstauglich werden? Der ehemalige Direktor des Instituts für Sexualwissenschaft, Professor Dr. Volkmar Sigusch, äußerte im Deutschen Ärzteblatt Folgendes, ich zitiere: Ein Mensch, der pädophile Neigungen hat, kann so wenig dafür, wie der, der eine erwachsene Frau begehrt. Zitat Ende. Ebenso erwähnte Professor Sigusch, dass durch die neosexuelle Revolution viele pervers angesehene Praktiken in ein mildes öffentliches Licht gerückt sind. Nicht aber die Pädophilie. Sie ist eines der letzten sexuellen Tabus. So die Auffassung von Sigusch, das noch gebrochen werden muss. Solange wir solchen Stimmen ohne unsere Gegenstimme weiterhin dulden, haben wir uns und unsere Zukunft schon aus der Hand gegeben und werden so durch unser Stillschweigen zur Pädophilie versklavt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Klagemauer TV, den unzensierten Nachrichten aus aller Welt. In unserer heutigen Sendung beschäftigt uns die Frage, ob es in der Rechtsprechung einen neuen juristischen Grundsatz gibt, und zwar den Grundsatz, der im Zweifelsfall für den Kläger entscheidet. Viele Indizien deuten darauf hin, dass Pädophilie in den Reihen vieler gesellschaftlich hochrangiger Personen alles andere als eine Seltenheit ist. Dies scheint die einzige logische Schlussfolgerung, weshalb potenzielle Täter auf freiem Fuß bleiben, während Zeugen mit der Justiz in Konflikt kommen. Laurent Louis, belgischer Politiker, hatte Beweise erbracht, die die offizielle Geschichte um den Kinderschänder Marc Dutroux widerlegten. Die Folge: In Belgiens Medien, Polit- und Rechtskreisen fand eine regelrechte Hetzjagd auf Louis statt. Sein Haus wurde durchsucht und seine Internetseite zensiert. Zudem wurde über ihn ein psychiatrisches Gutachten erstellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Laurent Louis forderte vor dem Parlament unter Berufung auf Artikel 59 der belgischen Verfassung die Einstellung des Verfahrens gegen ihn. Doch das, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, wurde von der zuständigen Kommission einstimmig abgelehnt und diese Ablehnung vom Parlament mit 127 zu einer Stimme bestätigt. Hier ein Ausschnitt aus seiner Rede vor dem Parlament. Die Pädophilen genießen immer noch Schutz, was nur daran liegt, dass sie Teil der herrschenden Mächte sind. Sie sind es, die die Rechtsprechung beeinflussen.
Wie kann man es sonst erklären, dass die, welche die Wahrheit finden wollen, verfolgt werden und alles getan wird, sie zum Schweigen zu bringen? Seit wann hat ein Politiker nicht mehr das Recht, Fragen über einen Gerichtsfall zu stellen, der in Vergessenheit geraten ist? Und seit wann darf ein Mitglied des Parlaments keine Indizien mehr vorbringen, die beweisen, dass die Version der Gerichte nicht mit der Wahrheit vereinbar ist? Daher stellt sich die Frage, wer eigentlich untersucht die Gerichte? Wenn auch Sie eine Klage gegen die öffentlichen Medien haben, dann informieren Sie uns darüber. Unsere Stärke liegt in der Beharrlichkeit, mit der wir jedes Übel konsequent aufdecken und mutig aussprechen. Nur so werden große Dinge verwirklicht. Machen auch Sie mit. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.